Hallo ihr Lieben, die Firma Glamstripes.com hat mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich ein Produkt testen möchte. Und das Produkt heißt One Step und ist von Layla. Ich werde euch alles natürlich in die Infobox setzen. Und ich habe das getestet, jetzt schon 2,5 Wochen ungefähr oder 2 Wochen. Und ich wollte ein Video dazu drehen, weil ich sehr begeistert bin, also wirklich sehr begeistert bin. Und zwar geht es um LED-Nägel. Ich habe vorher noch nie was von LED-Nägeln gehört. Ich kenne nur UV-Nägel, also die mit diesem UV-Licht. Aber LED-Nägel sind eben mit einem LED-Licht oder mit ganz vielen LED-Lämpchen. Und ich werde euch hier immer so neben mich gleich diesen Vorgang und sowas alles zeigen und wie ich das gemacht habe. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. So, ich bin jetzt ein bisschen zur Seite gerückt, damit ihr das alles hier ein bisschen besser sehen könnt. Und zwar habe ich einmal, ist das so ein Set, ich werde euch jetzt dieses Paket hier einblenden. Da sind diese dieses UV-Licht eben, ich weiß nicht, wie man dieses Gerät nennt. Das ist einfach dieses UV-Licht, diese Lampe halt, wo man die Nägel dann reinhält. Dabei ein Buffer, also ein, wie kann man dazu sagen, das ist einfach nur so ein, fühlt sich an wie eine Feile einfach eigentlich. Ich glaube, man kann die auch einfach durch andere Feilen ersetzen, wenn die mal ja nicht mehr so ganz so gut ist. Das ist dieser hier. Der ist auch relativ weich, also wenn ihr den habt, in der Hand habt, dann könnt ihr das auch gut mit anderen Feilen vergleichen. Und dann sind da 3 Farben dabei und ich durfte mir zusätzlich noch eine Farbe aussuchen und ich habe mich dann noch für einen braun entschieden. Also die Farben, die dabei sind, ist die Nummer 19, die Nummer 3 und die Nummer 20. Das ist einmal ein rosa, ein lila und ein Rotton. Der Rotton gefällt mir übrigens sehr gut. Ich habe den auch über eine Woche auf meinen Nägeln gehabt und dachte, ich guck mal, wie die anderen Farben, also wie diese Nummer 09 halt ist, weil ich habe die mir halt eben selbst ausgesucht und fand die sehr cool. Ihr seht, das ist eine sehr neutrale Farbe, man kann die immer tragen und genau. Also ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht und hier neben mir und ich erkläre euch dabei die Schritte. Also ihr solltet eure Finger sauber haben, also kein Nagellack drauf haben, kein Nagellackentferner, auf jeden Fall solltet ihr die mit Wasser auf jeden Fall sauber haben und auf jeden Fall auch noch trocken. Danach nehmt ihr diesen Buffer und feilt euch die obere Schicht ab. Aber nicht so, wie ich sie zum Beispiel kannte, wenn ich ins Nagelstudio gegangen bin, haben die mir immer eine mega Schicht abgefeilt. Also, dass ich wirklich dachte, da kommt jetzt gleich meine Haut durch. Man feilt die einfach nur so, dass das rau ist. Ich glaube, dass der Lack einfach besser darauf haften bleibt. Und danach nehmt ihr einen Pinsel oder irgendwas, um diesen Staub runterzufegen. Ja, der sich dann natürlich auf euren Nägeln gebildet hat, weil ihr die ja ein bisschen abgefeilt habt. Und das solltet ihr auch an den Rändern machen und sowas, also nicht vergessen. Und hier oben auch, weil da oben versiegeln wir die noch. Und das Produkt hat mich eben sehr überzeugt, weil es einfach nur, wie es der Name schon sagt, One Step. Also nur, man braucht nur einen Schritt, um sich die Nägel zu machen. Und das hält dann einfach mal 3 Wochen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man im Garten arbeitet den ganzen Tag oder den ganzen Tag seine Hände im Wasser hat. Aber ich habe auch einen Tag lang habe ich die ganze Zeit geputzt und da ist nichts abgegangen. Und ansonsten mache ich eigentlich auch sehr viel mit meinen Händen. Und ja, da ist bis jetzt noch nichts passiert. So, wenn ihr euch dann für eine Farbe entschieden habt, dann lackiert ihr die einfach. Und ihr seht einfach an den Farben, dass die ultra deckend sind. Ich zeige euch die jetzt mal hier. Ich habe die auf einem Glas geswatcht, damit ihr halt einfach einen durchsichtigen Untergrund habt und mal sehen könnt, dass eben der Untergrund die Farbe nicht verfälscht, dass ihr sehen könnt, wie stark die decken. Also ich glaube, ich habe gelesen, dass ein Fläschchen bis zu 20 Anwendungen hält und ja, da ist eigentlich auch viel drin, auch wenn die sehr klein aussehen. Genau, und danach, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, ihr müsst einfach dann nur noch eure Finger unter diese Lampe halten. Das ist jetzt, ihr seht ja die hier nochmal eingeblendet, aber ich zeige euch die mal, die ist jetzt so groß, wenn ich die so vor mich halte. Und Vorsicht, so leuchtet das Ganze, das ist so lila. Und dann hält ihr einfach eure Nägel da rein, 1 Minute lang und die sind komplett getrocknet. Ja, also
Ich habe das immer so gemacht, dass ich meinen Daumen immer extra reingelegt habe, weil wenn ich die so reinlege, dann sind meine Hände schief und schräg und dann der neigt dazu, so ein bisschen von den Nägeln zu rutschen, wenn man den halt nicht direkt richtig unter die Lampe hält. Und genau, dann hält ihr das einfach nur eine Minute unter diese Lampe und das war's. Dann ist der ganz trocken. Ja, und dann könnt ihr eben gucken, ob euch die Deckkraft gefällt oder nicht. Und die sind auch ganz dünn. Was mich so bei UV-Nägeln auch stört, ist, dass die diese Wölbung haben oder dass die so dick aussehen und so gemacht aussehen. Wenn ihr wirklich eine Schicht von diesem Nagellack drauf tut, dann sieht das aus wie Nagellack. Nicht wie UV, also wie so Gelnägel. Aber sie fühlen sich an und sind auch so hart wie Gelnägel. Ich habe zum Beispiel meinen Daumen, Finger ist rechts abgebrochen und links abgebrochen, so richtig durchgebrochen. Und ja. Ich habe Lack habe ich jetzt schon eine Weile drauf und der Nagel hält immer noch. Also ja, ist auch schon mal ein Riesenvorteil für mich, weil ich habe immer so das Problem, wenn meine Nägel lang werden, dann fällt immer einer, geht dann kaputt. Ja, und das nervt mich, weil ich muss dann die ganzen anderen auch abschneiden. Und das muss ich jetzt eben nicht mehr machen. So, ich habe euch dieses ja, mal gefilmt, so wie ich das jetzt aufgetragen habe. Und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt mal und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr konntet gut erkennen, ich habe einfach viel Spaß daran, weil was mich halt extremst nervt an Nagellacken ist, dass man so lange warten muss, bis der Nagellack trocknet. Und ich mache das meistens oder ja sehr gerne halt abends, wenn ich nichts mehr zu tun habe. Und dann lege ich mich ins Bett und dann habe ich am nächsten Tag mega die Streifen drin und obwohl ich mir so eine Mühe gegeben habe und einen Topcoat und einen Primer und was weiß ich und ihr müsst das alles gar nicht machen. Ihr müsst nur den Nagellack auftragen, das unter die Lampe heben und dann ist es nach einer Minute fertig. Und so simpel und einfach, wie das klingt, ist es tatsächlich. Ihr wisst, dass ich meine ehrliche Meinung immer zu allem sage. Also ihr braucht nicht denken, dass ich euch das irgendwie aufschwatzen will. Ich bekomme auch kein Geld dafür, dass ich irgendwas sage, sondern ich will euch ehrlich ein Video darüber machen, weil ich das sehr, sehr cool finde. Und ich sage euch jetzt nochmal die Vorteile und ich habe auch noch einen Nachteil. Einen Nachteil, ich zeige euch das einfach mal oder sage euch das mal eben.
Also die Vorteile sind, dass der halt ultra schnell trocknet, ja, dass man drei Nagellacke in dem Set hat, dass das Ganze an die 70 € kostet. Ich werde euch das in die Infobox nochmal schreiben und verlinken und alles. Ich finde das unglaublich cool. Ich finde das auch für die Füße sehr cool und wenn man in den Urlaub fährt, auch sehr cool. Und sonst, wenn man auch so wenig Zeit hat, sehr cool. Und die haben auch eine mega Farbauswahl. Also ihr könnt euch auch noch natürlich für andere Farben entscheiden. Ja, das sind eigentlich meine Vorteile. Ich habe halt einen Nachteil. Und zwar hatte ich ja schon den Rotton drauf. Und es ist ein bisschen schwierig, den wieder runterzukriegen. Also man muss die Nägel auf, laut der Packungsanweisung oder der Gebrauchsanweisung eben 5 Minuten in acetonhaltigen Nagellack einweichen, so gesehen. Und ich habe mir dann so kleine Gläschen genommen. Die gibt es bei Ikea, diese kleinen. Ja, ich glaube, Das sind so für Ketchup und so, sind so wie so kleine Schüsselchen aus Glas. Und die habe ich mit Nagellackentferner gefüllt, also acetonhaltigen, ne? Es gibt ja auch acetonfreien. Und dann habe ich meine Nägel da reingehalten und habe halt Fernsehen geguckt. Mein Gott, das ist jetzt auch, wenn man jetzt 3 Wochen perfekt lackierte Nägel gehabt hat, ist es jetzt auch keine Verschwendung, die mal 5 Minuten ruhig in Nagellackentferner die Finger einzutunken. Ich habe auch danach den Nagellack wieder genommen und wieder zurück in mein Nagellackfläschchen eingekippt. Also habe ich eigentlich keinen Verlust gemacht. Was ich aber bemerkt habe, ist, dass Aceton schnell verfliegt und dass man das vielleicht nicht machen sollte, weil dann nicht mehr genug Aceton drin ist. Deswegen habe ich mir jetzt gestern bei DM hier von Evelyn diesen Nagellackentferner Express gekauft. Na super, Tara, der ist acetonfrei. Es gab auch einen, der mit Aceton ist. Toll. Toll, toll, toll. Ja, egal. Muss ich den halt verschenken. Jeder schreit hier, der ihn haben will. Nein, also es gibt auch so einen mit Aceton. Und da könnt ihr einfach euren Finger reinheben. Da ist ja so ein Schwämmchen drin. Da hebt ihr jetzt einfach euren Finger rein und dann könnt ihr das drin einweichen lassen. Und ich habe halt gedacht, ich kann da direkt 2 Finger reinheben. Und wenn ich halt 2 Stück davon habe, bin ich in, keine Ahnung, 10 Minuten durch damit. Aber ich habe mich vertan und muss mir einen neuen kaufen. Es gibt bestimmt auch auf deren Website sowas Neues. Und ja, lasst mich wissen, was ihr zu diesem Produkt sagt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich hören würde, was ihr so dazu sagt. Weil ich habe das vorher noch nie mitbekommen. Ach übrigens, was ich noch cool finde im Vergleich zu UV-Nägeln, ist ein Vorteil der. Also übrigens habe ich noch einen Vorteil. Und zwar, erstmal kosten mir Gelnägel im Studio allgemein viel zu viel. Mich regt die Fahrerei auf, die ich dort dann verbringen muss. Mich regt die Zeit auf, die ich da sitzen muss. Und ich kann das hier einfach, ich setze mich auf meinen Küchentisch, gucke dabei irgendein Video oder einen Film oder so. Und ja, kann dann einfach ganz gechillt meine Nägel selbst machen. Und ja, das kostet dann, glaube ich, 30 € oder 25 € bei der Nagelfrau. Und ich kann mir das einfach immer selbst machen, wenn ich das ganze Zeug da habe. Das ist auch noch ein Riesenvorteil. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran und ich werde euch, wie gesagt, alles in die Infobox verlinken. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen und auf Twitter. Ich werde euch das auch nochmal in die Infobox schreiben. Wenn ihr eine Frage habt oder zu dem Produkt oder sonst allgemein zu irgendwas, könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schreiben. Die ist auch in der Infobox verlinkt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir eure Videovorschläge in die Kommentare bitte, weil ich mehr Videos machen will. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.